Freunde, Seavis Factory ist endlich da und ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Spiel wird ein absoluter Geheimtipp für alle Indie-Horror-Fans, die auf Spiele wie Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's oder allgemein jegliche Maskottchen-Horror-Games abfahren. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das Spiel wirklich sehr viel Lore mit sich bringen wird. Bevor wir jetzt aber weiter rumquatschen, lasst uns das Spiel erstmal genauer anschauen und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Let's go! Welcome to the Seavis Factory. We are more than company. We are family. Together, we are working to fulfill our common dream. We use advanced technologies in our production grid. Our production is managed by our best invention, Seavis, biggest artificial intelligence worldwide. Our hard-working team works day and night to bring joy to your homes. Your desires are limited only by your imagination. We produce toys, tools, even jetpacks. We can literally make everything. Become a member of our big family. Dann lasst uns mal unseren Bruder finden in Seavis Factory. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Leute können hier alles herstellen. Egal was es ist, egal was wir uns vorstellen können, es wird hergestellt. Spielzeuge, Werkzeuge, sogar Jetpacks und Feuerlöscher, wie wir gesehen haben. Das Ganze scheint wohl eine KI zu sein, die das Ganze möglich macht und die heißt Seavi. This panel is broken. I need a lever to fix this. Okay. Was genau hier passiert ist, kann ich euch leider noch gar nicht sagen. Aber es scheint sehr, sehr, sehr interessant zu werden, denn diese KI wird einiges damit zu tun haben, vermute ich mal. Was genau? Ich kann es euch leider nicht sagen. So, dann gucken wir mal, dass wir das erste Rätsel ja direkt lösen. Aber das sieht ja jetzt nicht so schwierig aus. Was haben wir hier? Können wir hier rein? Oh ja. Ist sogar gleich die richtige. Okay, wartet mal kurz. Bevor wir hier weiterlaufen, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Welcome to the factory. Okay. Da geht's nicht rein. Okay, interessant. Nö, auch nicht. Okay, gut. Dann gehen wir da halt nicht rein. Gehen wir woanders lang. Gehen wir hier lang, wo wir so lang wollten. Und... wow. Kann jemand mal bitte herkommen und das fixen? Dankeschön. Nee? Okay. Okay, also es ist... I hope I'll find some information about him here. Okay, also hier hat sein Bruder scheinbar gearbeitet und wir suchen nach Informationen. Big Brother cares about you, Seavi. Okay, Seavi ist sowas wie ein großer Bruder, wenn ich das richtig verstehe. Beziehungsweise ist die Factory so, weil die soll ja sehr familiär sein. Hier sind ein paar Regeln für Kinder. Okay, ist jetzt nicht so wichtig, denke ich mal, aber hier werden auf jeden Fall, wie gesagt, Spielzeuge mit hergestellt. So, was haben wir hier? It's the biggest enemy of progress. Indolenz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es ist erstmal relativ. Es ist grafiktechnisch sehr, sehr geil. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Lore von dem Game ist. Denn das wird wohl etwas tiefgreifender sein. Was haben wir hier? Wie bist du? Was ist das? Hello, my name is Seavi. Oh, du bist Seavi. Ah. Scan the complex to see if someone is here. Okay. I am detecting some activity on the sixth floor. So I need to go there then. The complex is not working properly. To get to the sixth floor, you need to have the control module. Mhm. Wir brauchen dafür also was. Power up the printing machine and print the cartridge to get access to the room with the control module. Fine. Okay, also Seavi kann den kompletten Komplex kontrollieren. Problem ist, dass das Ding irgendwie nicht ganz funktioniert und dass der Komplex nicht ordentlich arbeiten kann, warum auch immer. Ich vermute mal, dass es an den Animatronics liegt. Beziehungsweise an den Maskottchenmonstern da. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ist aber relativ egal. Wir gucken erstmal jetzt nach, was hier los ist. Okay, Control Panels hinten. Was ist da? Okay, wir gehen wieder mal durch Lüftungsschächte. Wir lieben Lüftungsschächte. Warum muss jedes Horrorspiel eigentlich Lüftungsschächte haben? Und warum kann man in diesen nie rennen? Das ist immer sehr belastend. Was liegt da vorne? Was ist das? Was? Es sieht aus wie ein Plushie, oder? Ist es ein Plushie? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Also, keine Ahnung, was das genau ist. Aber es sieht cool aus.
Oh, wer bist du denn? Oh, du bist aber süß. Oh, der guckt traurig. Guckt mal, der hat zwei Augen und dann guckt der traurig. Kann man den aufheben? Kann man damit irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Schade. Okay. Was haben wir hier hinten für den Raum? Ist das so ein Extra-Room oder muss ich hier hinter? Das wäre jetzt erstmal sehr wichtig zu wissen, ob das hier irgendwie sehr wichtig ist. Hm. Ah, okay. Hier sind so Body-Parts. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Was haben wir da? Nee. Können wir hier irgendwas machen? Hier scheint irgendwie nichts wirklich zu funktionieren, oder? Kann das sein? Nee. Ich kann nichts andrücken hier. Also ich kann nichts anklicken. Hm. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll hier hinten. Also sieht eher aus wie so ein kleines Lager für... Keine Ahnung, was sind das für Arme? Okay, sieht ein bisschen cringe aus, aber okay. Und hier haben wir eine Mushroom Boy. Irgendwas mit Sharper Mind. Ich kann es nicht richtig lesen. Eating Sharper Mind. Okay, keine Ahnung. Ich kann es auf jeden Fall nicht richtig lesen. Hier drin scheint es irgendwie nichts weiter zu geben. Falls es da drin irgendwas gibt, werden wir natürlich gucken, dass wir das nochmal einblenden. Aber ich glaube eher weniger, dass da was Besonderes ist. Sagen wir es mal eher so. Dann laufen wir mal wieder langsam zurück. Wir lieben es ja, so langsam zurückzulaufen. Aber er hier ist echt cool. Ich mag ihn. Ich finde ihn ziemlich nice. Ich hoffe mal, dass es das Monster vielleicht ist, was wir schon im Anfangsscreen gesehen haben, weil das war ja rechts zu sehen. Was das genau war, keine Ahnung. Man hat es nicht so richtig gesehen. Aber es sah sehr interessant aus auf jeden Fall. Und wir werden uns das auf jeden Fall gleich anschauen. Ich hoffe, dass man das jetzt schon sieht. Sagen wir es mal eher so. Und ich laufe. Und ich laufe. Und ich laufe. Und ich warte. Und ich warte. Okay, gut. Jetzt müssen wir erstmal diese Panels finden, die dafür da sind, dass wir diese Karte drucken können. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das? Print what you want. Okay, drucke, was du möchtest. Eine sehr freundliche Schildkröte, aber mir fällt gerade auf, dass diese Schildkröte da etwas anders aussieht wie die beiden hier. Rennst du uns gleich hinterher? Willst du uns chasen? Wäre cool, oder? Ja, wir werden es gleich sehen. Wer ist das überhaupt? Wie heißt der? Wie heißt unser kleiner Freund? Das ist, please follow all safety rules. Grumpy, okay, das ist Grumpy die Schildkröte mit seinem schönen Hütchen. So, dann wollen wir mal da drauf drücken. Die Lore werden wir uns extra anschauen, das muss ich mir größtenteils übersetzen. Mein Englisch ist leider momentan nicht so das Beste, deswegen werden wir das extra machen. Aber wir werden es machen. Make it fun, ja. Lass uns Spaß haben, beziehungsweise mach Spaß daraus, keine Ahnung. Rules. Ja, das ist dasselbe wie in dem Hauptraum, wo wir vorhin waren. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Sieht jetzt nicht so danach aus. Wo ist das andere Panel? Ist das irgendwo? Ach da, okay. Okay. Ja, es sind so kleine Nachrichten, die an die Mitarbeiter versendet wurden wahrscheinlich. Die werden wir dann nochmal extra durchgehen in einem extra Video. So, komm mal her. Ah... Sehr cool. Das ist sowas ähnliches wie diese Security Cards bei Security Breach. Finde ich eigentlich ganz cool. Warum auch nicht? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. What the fuck? Was ist jetzt los? Ach, das ist scheiße. Okay, diese... Das ist nicht drinne. Hallo? Oh, Bro, du bist ja schon fast hinter mir. Was ist los mit dir? Aber ich will den Jumpscare sehen. Okay. Okay, er hat Zähne. Er hat große Zähne. Und ich glaube, er ist eher eine Schnappschildkröte wie alles andere. Ach, Schnappschildkröten sind wirklich... Das sind sehr, sehr nice Tiere. Aber was er genau für eine Schildkröte ist, wissen wir jetzt nicht. Naja, ist egal. Wir müssen jetzt aber aufpassen, dass er uns nicht grabt, weil das ist sehr, sehr wichtig. Das Puzzle hier finde ich eigentlich ziemlich nice. Okay, lauf, 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 lauf. Dankeschön. Er ist nämlich schon fast hinter uns. Okay, wir kriegen das aber nicht in einem Cycle hin, oder? Funktioniert das? Scheinbar nicht. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wie intelligent der ist, denn das wäre halt auch nochmal wichtig. Es gibt ja die ein oder andere KI, die halt wirklich super schlau ist und die sich dann einfach umdrehen und einen anderen Weg wählen, was ziemlich nice ist, aber das scheint hier jetzt nicht der Fall zu sein. Okay. Ich finde das Rätsel eigentlich ganz cool hier mit diesen Electric Parts. Okay, was hat er jetzt gesagt? Ja, der Exit, ne? Weil Dark Grumpy, Junge. Zisch mal ab jetzt. Wir haben jetzt gar keine Zeit für dich, kleiner Mann.
Ich finde die Animatronics aber ziemlich nice. Also, da haben sie sich schon etwas Mühe gegeben. Und es läuft halt auch sehr, sehr flüssig, das Spiel, ne? Also, es ist echt insane, wie gut das Spiel läuft. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Weiß nicht, was haltet ihr davon? Habt ihr schon angespielt? Habt ihr schon irgendwas gemacht mit dem Spiel? Habt ihr euch schon irgendwas angeguckt dazu? Oh, 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 nein, nein. Ja, nimm deine Griffel da weg. Ah. Ah, okay. Es ist nicht menschlich. Also, keine menschlichen Bodyparts. Nicht wie bei anderen Maskottchen-Games, die wir auch kennen. Ich will es halt jetzt nicht unbedingt mit allem vergleichen, weil ich glaube, es hat so seinen ganz eigenen Charme. Aber wenn man auf so Spiele wie Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's und allgemein so Maskottchenspiele steht, ist das halt schon sehr, sehr geil, das Game hier. Okay, was haben wir jetzt hier? Mhm. Großer Raum. Oh, Control. Ist das das Ding hier vorne? Das da? Oh, what the fuck? Bro, wo kommst du her? Wer bist du? Ist das das kleine... Das war das Kuscheltier, was wir gefunden haben in dem... Oh, wie heißt das denn? Ach, in dem Schacht, genau. In dem Schacht. Okay, wir dürfen nicht da dran gehen? Okay, was ist das hier? Ach so, okay, das ist dafür da, um das Ding anzuschmeißen wahrscheinlich. Ja, perfekt. Und jetzt halt das Ding hier. Wow. Irgendwo muss das hier liegen. Ist es das Ding hier? Ja. Okay, gut. Super, dann nehmen wir das, packen das da rein und let's go. Und machen das mal an. Hoffen wir mal, dass wir das Ding jetzt bekommen. Weil wir wissen ja, dass er da drin ist. Hoffentlich jumpt das Gerd, habe ich jetzt nicht wieder. Komm schon, nein. Nein. Oh. Oh, wow, hi. Er ist so cool. Er hat schon irgendwas. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Animatronic. Das Ding ist aber jetzt, ist es wirklich ein Animatronic oder ist das eher sowas Maskottchenmäßiges? So wie wir das halt von den ganzen anderen Spielen kennen. Okay, sie findet nichts über ihn in der Datenbank. Das heißt, er ist unbekannt. Okay, cool. Das ist natürlich sehr geil. Mhm. Im vierten Stock. Na ja, dann wollen wir mal in den vierten Stock gehen. Okay, warum ist das jetzt hier plötzlich offen? Okay. The best AI experience, fastest, smartest, keep your data safe. Also es geht hier... Was ist jetzt los? Also es geht hier größtenteils um CV und um diese Animatronics. Ich finde die eigentlich schon sehr, sehr interessant. Okay, das Spiel war recht kurz, aber dafür sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt, gerade an Lore und all dem anderen Zeug. Es sieht super interessant aus, gerade dieses Monster da, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, aber es sieht so fucking cool aus. Und ich bin wirklich der Meinung, das könnte nochmal so ein richtiger Indie-Hit werden. Und so ein ganz spezieller Geheimtipp unter Indie-Horror-Fans. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye. Thank you.